In Uganda hat Langzeitherrscher Yoweri Museveni die Präsidentenwahl laut offiziellen Angaben gewonnen. Der Wahlkommission zufolge holte er rund 59% der Stimmen. Herausforderer Bobi Wine kam demnach auf knapp 35%. Die Wahlbeteiligung lag bei 52%. Die Wahlkommission bestritt Vorwürfe, das Ergebnis zugunsten des Amtsinhabers beeinflusst zu haben. Der unterlegene Kandidat Wine sprach von weit verbreitetem Betrug bei der Wahl. Soldaten seien auf sein Grundstück vorgedrungen, sein Leben werde bedroht. Der Wahlkampf in Uganda war so gewalttätig wie seit Musevenis Amtsantritt 1986 nicht mehr. Sicherheitskräfte gingen gegen Oppositionsanhängerinnen und Kandidaten vor. Mehr als 50 Menschen wurden bei Protesten im November getötet. Museveni hatte die Verfassung ändern lassen, um erneut antreten zu können.